Leute, ich bin's mal wieder, der SwissPro, und ich begrüße euch zu einem Modern Combat 5 Gameplay Commentary auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr einen Triple Bomber auf der Map Verlängerung mit dem Endscore 31 zu 4, natürlich mit der Boss 3 erspielt. Hatte ich noch auf Lager, ist also ein bisschen her, dass ich den erspielt habe, also naja. Mein heutiges Thema ist, dass Mobile Gaming stirbt oder die Community von Mobile Gaming stirbt, meine Stellungnahme dazu und halt was andere YouTuber und so weiter dazu sagen. Erstmal vornherein will ich sagen, wer nicht meiner Meinung ist, soll nicht irgendwie schreiben, meine Meinung sei scheiße, sondern seine Meinung in die Kommentare schreiben und begründen. Bitte nicht irgendwie eine Scheiße schreiben oder sowas, sondern bitte nur fundierte, begründete Meinungen, wenn ihr das macht und irgendwas zu kritisieren habt. Auf jeden Fall, erstmal Mobile Gaming stirbt. Das kann ich eigentlich mal sagen. Nein, das ist nicht so. Aus meiner Sicht zumindest. Ich sehe immer wieder neue Mobile Gaming YouTuber, die natürlich unter 100 Abonnenten Reichweite haben. Aber trotzdem Mobile Gaming YouTuber, die neu ihren Kanal durchstarten und das auch mit Bravour machen und so weiter. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das sind aber noch keine Mobile Gaming YouTuber, die sind alles Anfänger und so. Ich finde, das sind aber trotzdem Mobile Gaming YouTuber, jeder fängt klein an auf jeden Fall. Und ich werde vielleicht auch einige davon verlinken, muss ich noch schauen, wie ich das mache und ob ich die Zeit dazu finde. Auf jeden Fall, dann gibt es natürlich auch die Leute, die zu Recht sagen, viele in der Mobile Gaming Community quitten, viele gehen von der Mobile Gaming Community wechseln zur PlayStation und so weiter. Und das sehe ich auch die Tendenz. Aber eben das Problem ist, oder nicht das Problem ist, es wechseln viele alte Mobile Gaming YouTuber zur PlayStation oder zu Call of Duty und zu was auch immer. Und mit Mobile Gaming YouTuber meine ich jetzt nicht Clash of Clans Leute, sondern insbesondere Modern Combat Commentator und YouTuber insgesamt. Und naja, was sich dadurch bildet, dass die alteingesessenen Mobile Gaming YouTuber eben gehen und neue kommen, ist, dass das ganze Know-how, der Skill und so weiter sich in Grenzen hält und in kleineren Teilen verloren geht und nicht mehr so auf dem Maße gehalten werden kann, wie er war. Und sich das Ganze nicht groß weiterentwickelt, weil die alteingesessenen Mobile Gaming YouTuber, wie oft ich das Wort schon gesagt habe, auf jeden Fall die, keine Ahnung, die haben ihre Reichweite, die machen ihre Videos oder haben ihre Videos zumindest gemacht, hatten eine gewisse Community und die gehen dann und es fangen neue an mit, keine Ahnung, wie wenig Abonnenten. Ich sehe zwar die Tendenz, dass die schneller wachsen und so weiter, wenn man sich mein Kanalwachstum ansieht, ist unterdessen sehr, sehr gut, aber am Anfang, da war gar nichts, Leute. Da war einfach nichts. Da war die Mobile Gaming Community relativ stark, als ich da angefangen habe. Oder stark kann man nicht dazu sagen. Auf jeden Fall waren noch Leute da, von denen wissen die meisten heute gar nichts mehr. Oder kennen die nicht mehr. Und deshalb bin ich mehr der Meinung, die Mobile Community erneuert sich. Sie wechselt sich aus. Und nicht die Mobile Gaming Community stirbt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid derselben Meinung. Wenn ihr das nicht seid, schreibt einfach die Differenz, die ihr zu meiner Meinung habt, in die Kommentare. Lasst uns diskutieren, wenn ihr wollt. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen positiven Kommentar da. Kritik kann ich natürlich ertragen. Möchte ich sogar auch ein bisschen, was ich verbessern kann. Haut da rein, Leute. Servus.